Lauf. Patrouilliert der oder kommt er nicht mehr wieder? Doch, da kommt er. Sehr schön. Also wir haben jetzt den Hinweis gelesen und ich bin offen gestanden so ein bisschen, wow, so ein bisschen überrascht, dass er, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, dass das schon richtig ist, was wir tun. So, no. Ja, Überlebenschancen sind da im Wasser eigentlich tendenziell gleich null. Aber wir haben ihn ja nicht umgebracht, also nicht direkt. Das ist ja das, was das Spiel wertet. Und vielleicht, ich meine, wegen der Augmentierung können die ja vielleicht auch unter Wasser atmen. So, dann gehen wir mal hier rein, wo auch immer das dann sein wird. Schauen mal, was da auf uns wartet. Oh Mann, Stille bei mir. Und ja, es hat sich ja gelohnt. Oh oh, das sind ja noch mehr. Verdammt, wie viele Leute hat er denn da in seiner kleinen Privatarmee? Das ist ja schlimm. So, der verschwindet da. Ich hätte das Betäubungsgewehr mitnehmen sollen. Verdammte Axt. Können wir versuchen, uns durchzuschleichen. Was haben wir denn im Inventar? Ein paar Schokoriegel wären natürlich da. Super. Nee. Ach ja. Na, komm her. Du willst es doch auch. Na, offensichtlich nicht. Verdammt! Das ist doch Käse, sowas. Gut, probieren wir es einfach mal mit unserer Unsichtbarkeitsgeschichte. Schon mal einigermaßen okay. Ich befürchte ja die ganze Zeit, dass die Mission hier verbuggt ist. Das wäre so ätzend. Das wäre so super ätzend. Aber gut, sei es drum. Außerdem sehen eure Beinprothesen echt scheiße aus, wenn ich das mal so sagen darf.
Och nö. Kacke. Mist, meinte ich natürlich. So ein unglücklicher Zusammenstoß von unglücklichen Zusammenstößen. Ja, das probieren wir jetzt nochmal. 9, F1, gib ihm. Oh, 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 oh. Verdammte Tat. Da wollen wir hinter. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir hier weiterkommen. Möglichst ohne wir die Kanone wegdrehen können? Man weiß es nicht. Nee, danke. Haha. So. Ja. Katsching. Den öffnen wir uns mal. Ich hasse ja diese Radiosender, die so penetrant laut sind. Das kann ich schon im richtigen Leben nicht leiden. Und hier macht es das gerade nicht besser. Zugriff gewährt. Ja. Hätten wir das. Die Kamera ist aus, die Geschütze werden deaktiviert. Wunderbar. Und was haben wir hier? Lasergewehrbatterie. Was ist das denn? Was ist denn ein Lasergewehr? Und wer kann bitte mal dieses Verteilerkasten? Wenn ich den jetzt deaktiviere, dann werden die mir hier alle um die Ohren fliegen. Nehme ich mal ganz schwer an. Daher wäre das vermutlich keine besonders gute Idee. Und hinten brabbelt immer noch das Radio. Das mir tierisch auf den Zeiger geht, wenn ich das mal so sagen darf. So, was ist das denn hier? Lasergewehrbatterie untersuchen. Speichervolumen 10-mal wo hoch. Das ist für das Lasergewehr. Okay, wir haben das Lasergewehr noch nicht, aber das ist ja nicht das Problem. Long. So, und ich glaube, ich weiß auch, wofür der Verteilerkasten gut ist. Juhu! Gefunden. Das ist doch super. Alles klar. Dann schauen wir mal rein. Ja, hier ist nichts zu finden, außer eben dieses schöne Gängelchen hier. Das uns dann mit Erfahrungspunkt in Form des Pfadfinders belohnt. Jetzt gucken wir mal hier durch die Tür, ob hier durch die Wand, ob hier irgendwas ist. Das sehe ich nicht. Also rein. Und jetzt stellt sich die Frage, wo sind wir hier? Warum sind wir alleine? Wir schauen mal. Den Hacken hacken wir. Da. Zugriff gewährt. Tada.
So, okay, jetzt der Talk hatte bereits etwas Interessantes. Ja. Reparaturprobleme. Irgendwas aus der Spitzen. Kann es reparieren, aber dazu brauchen wir ein Mikro. Ja, okay. Also wir scheinen hier richtig zu sein. So wie ich das sehe. Das haben wir schon mal. Krasse Orks. Ja, also lesen bitte selbst. Ich überfliege jetzt gerade hier. Und irgendwer quatscht hier. Aber wir werden uns weiter hier erstmal gütig tun. Was? Scheiße. Ach Mist. So. Nochmal das Ganze. So ein Dreck. Übrigens, dein Spiel ist abgestürzt. Ja, aber sag's keinem weiter. Ja, hier waren wir schon. Hier sind wir schon runtergesprungen. Haben uns schon hiermit bekannt gemacht. Und erfolgreich übrigens zerschlagen die Sicherheitsvorkehrungen, die es in diesem System gab. Das würde mich ja übrigens voll annerven jetzt, wenn so ein Spiel von über anderthalb Stunden jetzt mal eben... Angeblich soll es ja helfen, wenn man speichert. Oh, wenn er diesen bösen Blick gesehen hätte, ne? Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ja, das war ja auch nicht ganz nett von mir. Nicht so richtig. So. Schon ein bisschen. Wir gucken jetzt, was hier so Sache ist. Da unterhalten sich zwei. Hier können wir durchbrechen. Lass mich raten. Also normalerweise müsste er, war es laut genug, um da jemanden auf uns aufmerksam zu machen. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Keine Bewegung. Scheiße. F8 annehmen. Weißt du, ob das Ding irgendwie Autospeicher hat? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich meine, die Sims hätte sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht... Also Sims, ich nie. Nie. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Also ich kenne mich ja mit den Sims gar nicht aus, Leute. Zugriff gewährt. So, was haben wir hier? Ah, schön, ein Kühlsystem. Das würde ich doch mal ganz gerne mir anschauen. Vielleicht können wir das irgendwo für verwenden. Heavy Rifle, Plasma Rifle. Ja, das können wir zumindest nicht kombinieren. Wie schade. Achso, wir nehmen es trotzdem mit. Lassen wir die Dinger hier. Wir schauen mal, 400 Munition. Ja, das sollte eigentlich reichen. Lass mal so. Im Zweifelsfall ist das wertvoller. Okay. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, das ist keine besonders gute Idee. Was ist hier? Huh.
Okay. Sie haben sich offenbar geeinigt. Und jetzt stehen sie... Ah, alles klar. Mal schauen, ob wir den hier... Katsching. Erwischt, würde ich sagen. Also so laut wie der rumheult, ne, müsste der andere doch aufmerksam geworden sein, hätte ich gesagt. Och nüs! Wenn man vom Teufel spricht. Verdammt. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Schmoll und so. Also. Bla 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 bla. Ich hatte den jetzt nicht meine Angefangen, verdammt peinlich. Gute Nacht. Bitte lass das nicht durchsichtig. Ja, gut. Ah, wo steckt er denn? Da kommt er. Vermutlich läuft er dann. Hier zurück. Oder bleibt er erstmal stehen? Auch gut. Ich glaube, das hat gereicht. Oh Mann. Ja. Oh, wir haben ein Tabular, ein Dingens bekommen. Hive Security. Ja, bist du ein Glück, ob wir beletzt uns, soll ich dir noch eine Chance geben? Keine Weiber diesmal. Der Job steigt im Upper Hatcher. Zugangscode ist das hier alles Kaninchen. Ja, okay. Gut. So wie ich das sehe, ist jetzt hier Zeit, mal durch die Wand zu gehen. Mit dem Kopf im Zweifelsfall voran. In diesem Fall aber mit der Faust. Da sehen wir was zum Runterklettern. Haha. Wir sind ja so brutal. Ha, hier waren wir schon. Oh. Das sind ja noch mehr. Also so langsam habe ich nichts dagegen, wenn sich diese Mission dem Ziel nähern könnte. Stattdessen scheine ich immer weiter auf Hugh Darrows Mann zuzusteuern. Das kann nicht gesund sein. Ach, kann das sein, dass wir hier schon waren? Tatsache, oder? Das ist doch der Typ, der patrouilliert und da hinten sind die Typen mit der... Was ist das denn für ein Käse? Tja. Es wird so langsam... Upsa, interessant, wo wir hin müssen. Denn ich fühle mich so langsam ein wenig orientierungslos. Also gehen wir mal einfach weiter nach oben. Also ich habe jetzt wirklich hier absolut keinen Plan mehr. Ich irgendwie, keine Ahnung, fehlt mir gerade der absolute Orientierungssinn. Ist das hier? Da
Da patrouilliert der Heini. Wir gehen mal ganz so weit nach oben, wie es möglich ist. Um festzustellen, hier können wir nichts. Upsa. Nichts tun. Außer wieder runterfallen. Ja, ich müsste es von Let's Play in Let's Fail umbenennen, aber das, glaube ich, gibt es schon viel, viel zu häufig. Also, hier sind wir hergekommen. Alles klar. Gehen wir mal einen weiter nach oben und schauen, ob es hier auch eine Aufzugstür gibt. Die gibt es, allerdings können wir die nicht benutzen. Und sag nichts. Wir gehen raus. Das wird hier nichts. Stattdessen werden wir uns... jetzt weiß ich nicht, ob man uns da sieht. Erfahrungsgemäß tut man das nicht. Sehr schön, dann probieren wir es mal. Gespeichert ist ja... Mal hier Vergnügen. Zugriff gewährt. Okay. Gucken wir uns mal das Treppenhaus hier an, wo wir hier gelandet sind. Also. Was? Ich habe jetzt irgendwie noch auf mich aufmerksam gemacht, ne? Naja, klar. Ah ja, so klar. Es war so klar. Es war so klar. So klar. Wo ist er denn? Lass mich raten. Hm. Und auch hier? Gibt es hier was hinter? Nein, natürlich nicht. Okay, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hingehen. In Street... Das ist doch scheiße hier. Wo ist denn der Typ? Also wir haben jetzt diesen blöden Dingens angequatscht. Wir wissen, dass die Typen mit dem Hive Kontakt hatten. So langsam. Eine Frage der Diskussion. Die Totensoldat im Hinterzimmer, ich sollte einen Blick drauf werfen. Das habe ich getan. Ortwechsel. Daher Medical Detroit. Ortwechsel. Ortwechsel. Lower Hengscher. Dringende Antwort erbeten. Also. Ich glaube, Security hier kribbelt beim Sexleben an. Was? Hm. Das ist doch Käse. Reparaturprobleme. Meine Fresse, wo ist denn das Ding? Ja. Zugangscodes. Was hat er? PC-Sicherheitskurs, die Hufe, keine Chance. So wie gesagt, der 46er, undichtes Dach, wir verstehen unsere Sorgen. Hm. Also ich bin mir ziemlich sicher und ich denke, ihr werdet es bestätigen können, dass ich so ein blödes Ding aufgemacht hatte. Und vielleicht könnt ihr auch nachvollziehen, nachempfinden, dass ich gerade ein wenig unamüsiert bin über die Situation, die sich mir hier jetzt offenbart. Denn irgendwie ist das alles nicht halbes und nichts. Ach, scheiße. Nichts halbes und nichts Ganzes. Da unten steht irgendwo noch einer. Okay. Wo mag das sein? Müsste ja hier irgendwo... Wo könnte der denn sein? Ach ja. Also wir sind ja so falsch nicht. Das wage ich mal zu behaupten. Also das sieht mir ja schon schwer nach dieser Untergrundbasis aus, von der da gesprochen wurde in dem PDA. Ich befürchte einfach, dass aus irgendeinem Grund das Spiel den Trigger nicht bekommen hat. Nämlich, dass wir uns informiert haben bereits.
Ah, hier können wir nach unten gehen. Vielleicht ist es das, wo wir hin sollen. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade erfolgreich auf uns auf. Wow, merksam gemacht. Das ist mir jetzt echt egal. Ich will hier den komischen Typen einfach erledigt wissen. Bye bye. Also augmentiert sind die alle. Das ist definitiv die richtige Richtung. Wow. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, dass wir den Trigger noch nicht vernünftig gebastelt haben. Psyk. Ja. Ja, zumindest wird's jetzt eine Runde lustig. Komm doch her. Zum. Weiteren PDA bekommen. Den schauen wir uns an. Neuer Safecode, längst erledigt. Achso. Okay. Ja, das sieht ja auch alles super aus hier. Was steht da? Auf Wunsch ihres Vaters. Computerpasswort lautet. Ah, okay. Wunderbar. Also das sieht hier sowas von schwer nach richtig aus. Da wird ja immer fast schlecht von, so schwer sieht das nach richtig aus. Inventar, wo haben wir es? Da. Ich meine, wir hatten noch irgendwas, was wir eigentlich nicht brauchten. Ich würde die Typhoon-Munition ganz gerne mitnehmen. Und da haben wir 10 Stück von. Ich denke, das tut es. Ja, Quatsch nicht. Was haben wir denn da? Da haben wir eine Tür. Hier auch. Tada! Hallo. Was können wir denn hier gucken? Forscher. Schön, haben wir einen Erfolg bekommen. Das ist immer erfreulich. Also, wir können uns darauf einigen, ich irre jetzt gerade ein wenig orientierungslos durch die Gegend. Oh, was ist das? Ein Damage Upgrade. Ein Schadensupgrade. Cool. Und ein E-Book, welches ich nicht vorlese. Also im Zweifelsfall solltest du das Spiel dann neu starten. Wir machen mal kurz Pause, ich bin gleich wieder da.